Die Kirche hat seit 2000 Jahren eigentlich eine sehr aktive Community und wir fangen da eigentlich gar nicht von Null an, sondern steigen mit dieser Community einfach Stück für Stück und Schritt für Schritt in ein neues Medium ein. Und insofern ist es einfach auch ganz klar, dass die vielen engagierten Christen und Christinnen, die in der katholischen Aktion, in Pfarrgemeinden, in kirchlichen Einrichtungen aktiv sind, auch in diesen Medien einfach die wichtigsten Botschafter, Botschafterinnen sind. Zwei sitzen jetzt da neben mir, exemplarisch für viele, die dieses Medium einfach in den letzten Jahren für sich erobert haben als Kommunikationsraum. Als Christen und Christinnen glauben wir an einen persönlichen Gott, der in persönlichen Beziehungen spürbar wird. Und das ist etwas, das auch in Social Media der Fall ist. Man kann, könnte auch, mit, um es mit einem Bild zu sagen, der Dorfplatz oder der Wirtshaustisch oder der Küchentisch oder das Sofa im Jugendzentrum, das hat sich einfach ein Stück weit ins Netz verlagert. Die Alltagskommunikation findet im Netz statt. Nicht nur, natürlich gibt es nach wie vor andere Felder, aber eben auch. Um es mit einem Bild des Zweiten Vatikanischen Konzils zu sagen, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, das ist auch das, was in Social Media Thema ist und wo Christen und Christinnen drüber auf dieser Ebene ins Gespräch kommen. Was Pfarren, was kirchliche Einrichtungen ganz konkret machen können, hängt natürlich an dem konkreten Tätigkeitsfeld und den konkreten Zielen der jeweiligen Einrichtung. Es hängt aber auch sehr stark einfach an Personen, die dort handeln. Man könnte es auch wieder mit einem theologischen Bild sagen. Es gibt Menschen, die haben ihr Charisma in dieser Kommunikationsform. Sie haben dort ihre Begabung, um diese Menschen zu unterstützen und zu supporten. Das macht einfach einen Sinn. Es macht aber wenig Sinn, jemanden, der überhaupt nicht in diesen Medien zu Hause ist, einzureden, er oder sie müsste da jetzt unbedingt sich bei Facebook anmelden. Wichtig ist mir dabei einfach auch nur einmal zu sagen, wir haben da genauso wenig wie irgendwelche Unternehmen oder andere Non-Profit-Organisationen als Kirche da jetzt die fertigen Antworten, wie man sozusagen mit dem Social Web umgeht, sondern es ist einfach vor allem als Lernfeld zu sehen und zu begreifen, wobei das wirklich so ein gegenseitiger Lernprozess ist, wo Kirche, glaube ich, sehr, sehr viel von den Formen der Kommunikation im Internet lernt, aber gleichzeitig einfach dort auch viele, viele Inhalte einzubringen hat, die aber einfach vor allem über die Personen kommuniziert werden. Insofern würde ich auch sagen, Social Media ist sehr wohl natürlich ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit, aber gleichzeitig sozusagen greift es einfach ein Stück weit auch in das ein, wie wir künftig generell miteinander kommunizieren werden. Ich sage jetzt einfach nur mal so Stichwort Handy. Das ist einfach so was Selbstverständliches geworden, dass Leute einfach mobil auch kommunizieren und damit verändert sich ganz, ganz viel. Insofern glaube ich auch, dass das sehr viel mit dem Thema der Entwicklung der Organisation als solches zu tun hat. Mein Eindruck ist, da sind wir irgendwie auf einem recht, recht guten Weg. Aber es ist einfach ein Weg, der erst begonnen hat.